So, jetzt kommt mein Gratis-Paket, was ich diesen Monat bekommen habe. Natürlich hier mit Manga-Kult-Vorschau. Ach, sehr cool. Dann natürlich eine Lesebaube, Bildnis der Hexe. Zweimal sogar. Dann Postkarten, Shaman King, ja. Violence Action, Trigun oder Trigun. Dann Sea Robert. Das fremde Mädchen, gut. Dann irgendwie eine Riesen Teil hier, keine Ahnung, aber sieht auch sehr interessant aus. Von Golden Kamuy. Dann eine gratis Vorschau von ja, Tokio Pop. Ja, ganzen Sachen, sehr schick. Dann Manga Manga. Auch wieder Lesebomben. Jo. Und die Manga Preview. Dann habe ich bei der Bestellung noch dieses Cappy gratis bekommen. Das finde ich ziemlich cool. Ist ein bisschen eng, aber gut, ja. So, dann habe ich natürlich Shaman King Neuauflage. Sehr, sehr cool. Ich mag ja für 5 Euro. Ah, Stelle scharf, Kamera. Sehr gut. Dann habe ich was ganz Älteres, aber auch sehr lustig und süß. Kaon mit Farbseiten. Das ist echt niedlich und lustig. Jo. Die ganzen 4 Bände. Ja, das ist echt süß. Total. Sehr, sehr, sehr niedlich. Echt niedlich. Dann habe ich noch Bleach Extreme Band 5. Ist auch ein dicker Wälzer. Ja. Muss ich auch noch einlesen, also. Dann habe ich noch K. Ach, Mann. Haikyuu, logisch, Band 17. Da bin ich auch noch nicht. Habe auch noch nicht weitergelesen. Muss ich alles noch machen. Und dann habe ich von Moriarty The Patriot Band 6. Da bin ich auch noch nicht weitergekommen. Aber ziemlich cool. Und wenn wir schon dabei sind, Band 7 auch noch gleich. Ja, das ist auch noch ziemlich cool. Aber auch noch nicht gelesen. Logisch. Ja. Und dann habe ich natürlich noch dieses hier gekauft, das ich unbedingt schon mal immer haben wollte. Was ich auch gerade spiele. Sehr, sehr schön. Ich habe den männlichen Charakter genommen, weil der so süß ist. Ja, und da gerade ich spiele, ist das natürlich nicht drin, aber hier sind die Charaktere. Sehr hübsch, wie ich finde. Und hier sind die Hauptdarsteller. Und ja, das war das Erste. Und das letzte Spiel, was ich mir diesen Monat gekauft habe, ist natürlich Persona Royal Edition. Persona 5 Royal Edition. Da habe ich noch nicht angefangen, weil ich gerade mit der Switch beschäftigt bin. Jetzt habe ich das Debug ausgepackt. Das sieht echt schön aus. Ja, alles in Gelb und hier in Rot gehalten. Ja. So, und hier haben wir das jetzt geöffnet.
Gesicht ist. Das ist, ja, Verbraucherhinweise, ist nichts Besonderes. Keine Anleitung. Nein, gibt's sowas hier. Und so sieht es aus. Wenn es ausgepackt. Die andere Seite, ne? Sehr schön. Hier das Gesamtbild dann nochmal. Das drehe ich mal so rum. Sehr schick. Ja, dann hatte ich mir zum Schluss noch diese DVDs gekauft. Ja, ich habe sie noch nicht gesehen, aber für 2,50. Ja, also 2,50. Da kann man echt nicht meckern. Ich fand den Titel sehr interessant und ja. Sah ein bisschen aus wie von Clamp oder so. Schon älter, ja. Das ist übrigens mit deutschen Untertiteln, also nicht mit deutscher Sprachausgabe. Ne,